kreatives Potenzial entwickeln. Geht das überhaupt? Kann ich überhaupt Kreativität lernen? In diesem Video gebe ich dir 8 super Tipps, wie du tatsächlich ganz schnell deine Kreativität, die bereits in dir ist, jeder von uns hat ein kreatives, schöpferisches Potenzial in sich und meistens schläft das nur. Und deswegen können wir tatsächlich dieses Potenzial auch wieder wach werden lassen und für uns auf super gute Weise nutzen. Und in diesem Video gebe ich dir 8 super Tipps, die genau dir dabei helfen werden, dass auch dein kreatives Potenzial wieder wach wird und für dich nutzbar wird. So, Kreativität. Was ist das eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Kreativität. Die meisten Leute sagen ja, nee, kreativ, nee, bin ich nicht besonders, aber ich bin das und kann das und das. Aber Kreativität ist etwas, was die meisten Menschen eher sagen, nee, das bin ich jetzt nicht so wirklich. Doch, sind wir alle, sondern das kreative Potenzial ist etwas, was jeder von uns hat. Es ist dieses schöpferische, spielerische, kindliche Element. Und es meldet sich meistens über die Intuition. Und die Intuition auch wiederum meldet sich ja, du weißt ja, ist eine sehr stille Energie, sehr leise Energie und meldet sich auch meistens dann, wenn wir nichts tun. Da sind wir auch schon beim Thema. Die Kreativität, die kann man nicht beeinflussen. Man kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt kreativ, ich setze mich jetzt hin, planbar und fange an, irgendwas Kreatives zu machen. Das funktioniert nicht. Weil die Kreativität hat ein ganz eigenes Timing. Die Kreativität findet nämlich nicht nur in der Stille, sondern in der Pause statt. Das heißt, vielleicht kennst du das auch. Du schreibst irgendetwas oder malst etwas oder denkst über ein Problem nach, bist also damit beschäftigt und irgendwann mal merkst du so plötzlich, dass du so wegdöst. Du träumst irgendwo anders hin. Also irgendwie hast du was gemacht und jetzt fängst du irgendwie an. Und dann bist du ganz woanders plötzlich gedanklich. Und irgendwo in dieser Zwischenebene hast du plötzlich eine geniale Idee. Wow! Und dann arbeitest du weiter. So, wo kam diese Idee jetzt her? Die kam eben nicht in dem Moment, wo du dich damit beschäftigt hast. Jetzt muss ich also nicht rational, nicht sozusagen von der rationalen Ebene, sondern die kam von einer anderen Ebene. Und diese Ebene meldet sich eben immer dann, wenn wir nichts tun, wenn wir in der Pause sind. Also, wenn wir kreativ sein wollen, hat das nichts mit einem willentlichen Akt zu tun, auch nicht damit, dass ich mich jetzt ganz klar fokussiert hinsetze. Nein, sondern es ist nicht planbar und die Kreativität meldet sich. Aber sie braucht natürlich ein paar Grundbedürfnisse, dass sie sich melden kann. Und deswegen sind diese 8 Tipps, die ich dir jetzt gleich sagen werde, so hilfreich. Vielleicht sollten wir doch vorher wissen, dass man inzwischen herausgefunden hat, du weißt ja im Gehirn, wir haben ja eine weiße Gehirnmasse und eine graue Gehirnmasse und tatsächlich ist die Kreativität entsteht oder die graue Gehirnmasse ist dafür zuständig für unsere Kreativität. Und deswegen können wir rational an diese gar nicht herankommen. Und wahrscheinlich kennst du das sehr gut. Du bist irgendwo unterwegs und dann hast du eine grandiose Idee, obwohl du gar nicht mehr an das eigentliche Thema gerade gedacht hast, das dich beschäftigt. So, und jetzt fährst du nach Hause und bist zu Hause und willst dir das aufschreiben und es ist aber nicht mehr da. Ja, es ist auch nicht abrufbar. Obwohl du das doch, da hast du vielleicht sogar eine halbe Stunde reingedacht und überlegt und Sätze und alles Mögliche gemacht, aber es ist nicht mehr da. Genau, es ist nicht abrufbar. Sondern es kommt. Und dieses Es kommt können wir tatsächlich immer und immer wieder entstehen lassen. Und das ist zum Beispiel, mein erster Tipp ist, was ich gerne tue, um kreativ zu denken, also um diese Pausen, diese Stille auch in mir entstehen zu lassen, ist auch in Gesprächen oder wenn ich mir etwas anschaue oder mit jemandem rede oder auch wenn ich einfach nur sitze, indem ich einfach ein Blatt Papier habe und dann einfach nur Striche und Kreise male, irgendwas. Also auch nicht geplant, also ich will jetzt nicht ein Gemälde malen, sondern ich male einfach einen Strich, einen Kreis, ein Kreuz irgendwie, dann schraffiere ich ein bisschen was und so. Und dieses einfach nur irgendwie auf Papier irgendwelche Zeichen, Elemente
Kritzeln bewirkt tatsächlich etwas. Ich gebe sozusagen meinen Gedankenkreislauf, meinen bewussten Gedankenkreislauf ab. Und auf dem Papier sind plötzlich irgendwas Eigenständiges. Und das folgt einer eigenen, anderen Ordnung. Die muss ich auch rational nicht erfassen. Es muss auch kein Bild sein oder eine Zeichnung sein, die ich später verstehe. Aber allein das hilft mir, in eine andere Ebene zu driften. Und da sind wir schon. Diese andere Ebene ist eben einmal nicht abrufbar, aber sie ist auch nicht wirklich schnell. Deswegen, wenn zum Beispiel jemand gefragt wird, in der Schule oder in der Uni oder überhaupt, wenn Wissen abgefragt wird und andere Menschen es abfeuern, ja, batsch, 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 ist derjenige, der trainiert ist, auf einer anderen Ebene, auf einer tieferen Ebene es einsacken zu lassen, dort Dinge entstehen zu lassen, dann kommen eben diese Antworten nicht ganz schnell, sondern sie kommen eben aus dieser anderen Ebene, aus dieser tiefen Ebene, die tief in uns steckt. Da ist ein unglaubliches Wissen vorhanden. Und wenn wir auf so ein Blatt Papier einfach so Sachen kritzeln, dann driften wir auch schon weg von all dem, was wir rational erfassen wollen, sondern sind nur noch beschäftigt mit. Und plötzlich entsteht etwas. Aber auch da ist ganz wichtig, ich kritzel nicht auf dem Papier herum, um etwas entstehen zu lassen, sondern ich mache das meditativ, wie andere meditieren. Mache ich das, um einfach. Du merkst dann schon, dass du tatsächlich wegdriftest und eine andere Ebene, eine andere Wahrnehmungsebene, eine andere Bewusstseinsebene betrittst. Und auf dieser Ebene kommen plötzlich Gedanken, die du sonst nicht zur Verfügung hast. Und diese Gedanken sind genial. Und vor allem Kreativität ist nicht die Kreativität von jemand anderem. Deine Kreativität ist deine. Und sie ist ganz eigentümlich und pur und unverwechselbar deine. Also authentisch deine. Deswegen kann man nicht sagen, diese Kreativität ist genauso wie diese, sondern jeder hat seine ganz eigene, tiefe innere, eine Ideenkultur, die dann einfach nach oben geht. Also wir, das mache ich ganz gerne, Kritzel. Zweitens, um die Kreativität hochkommen zu lassen, ist es manchmal ganz hilfreich, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Also wenn du jetzt zu Hause bist und zu Hause gewohnt bist, dass dein Gedanke dauernd auf irgendetwas fokussiert, weil du deine Wohnung schon kennst und weißt, da muss das gemacht werden, A gestrichen muss auch mal wieder werden. Oder du bereits, nimm mal an, deinen Schreibtisch, wo du gerne was machen möchtest, was Kreatives. Da bereits so viele Routinen entwickelt worden sind, also unser Körper ist ja ein Routinemechanismus, also wir setzen uns irgendwo hin und dann, wenn du gewohnt bist, dass du dort immer isst, dann entwickelt sich Hunger. Wenn du gewohnt bist, dass du dort immer etwas trinkst, dann möchtest du ganz gerne etwas trinken. Etc., etc. Also das heißt, wir haben uns ganz viele Routinen antrainiert. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei deinem Schreibtisch gewohnt bist, dass du telefonierst oder dass du in deinem Handy nachschaust oder was auch immer oder deinen Computer irgendwie surfst, dann werden deine Gedanken automatisch in diese Richtung gehen. Automatisch, weil wir eine Handlung stets wiederkehrend gemacht haben. Und deswegen ist es ganz hilfreich, mal wegzugehen aus der gewohnten Umgebung. Also auch ich, wenn ich ein neues Buch schreibe, ich beginne nicht da, wo ich immer meine Bücher schreibe, zum Beispiel. Also ich schreibe ja immer an verschiedenen Orten, aber ich beginne nicht da, wo ich normalerweise arbeite. Also wo ich ganz viel für Happiness House mache, wo ich mit meinen Leuten, die Happiness House mit mir gemeinsam erarbeiten, mit denen ich dann Skype oder mit denen ich Zoome. Also da, wo ich andere Tätigkeiten gewohnt bin, da fange ich gar kein an, neues Buch an, sondern dann gehe ich woanders hin. Und es kann zum Beispiel sein in einer ganz belebten Gegend. Ich kann in ein Café gehen. Einzige Bedingung ist, das Café muss voll sein, also muss belebt sein. Wenn da nur zwei Menschen sind und ich kann hören, was die reden, das lenkt zu sehr ab. Aber ich bin in einem Café und alles ist irgendwie lebendig, aber in einer Lebendigkeit, die eine komplette Masse ausmacht an Elementen, an Energien. So, dann kann ich in mir eintauchen. Ich kann auch irgendwo anders sitzen, am Fluss, an einem Baum oder wo auch immer. Aber letztendlich weg von dem Ort, wo Routinen stattfinden. Und deswegen
Mache ich immer ganz gerne, wenn ich ein neues Buch beginne, dass ich das woanders beginne. Also ich reise dann wirklich woanders hin, an einen anderen Ort, wo ich dann auch ungestört bin. Und dann ist aber jedes Mal das Gleiche. Also so habe ich meine Bücher, ein Buch habe ich in Kapstadt geschrieben, dieses Einfach glücklich sein zum Beispiel. Ein Buch habe ich am Neuruppiner See geschrieben, in einem Hotel im vierten Stock mit einem Balkon auf den See. Und. Also du siehst schon, ich habe die Bücher immer ganz woanders begonnen. Ich habe ein Buch begonnen am Königssee in einem Hotel. Dann habe ich eins begonnen am Tegernsee. Also gar nicht so weit weg von München. Mal eine halbe Stunde fährt man da mit dem Zug. Und dann nochmal geht man 5 Minuten hoch zum Hotel. Und dann hatte ich da auch ein Zimmer mit einem Balkon auf den See und habe da ein Buch begonnen. Weg von dem, was ich gewohnt bin. Und zum Beispiel einfach glücklich sein ist ein gutes Beispiel, wie Kreativität begann. Also natürlich war ich da und habe dann geschrieben, einfach glücklich sein und dachte mir am Anfang, okay, das Buch muss ich schreiben, habe alles vorbereitet gehabt und dachte mir 2,5 Tage, wie soll ich das denn schreiben? Wie, ich bin doch gar nicht glücklich. Aber ich wusste, mit dem Beschäftigen des Ganzen tauche ich immer tiefer in diese Materie ein und irgendwann beginnt der kreative Prozess. Ich bereite diesen kreativen Prozess vor. So, und ich war allein in der Wohnung, ich habe dafür gesorgt, dass wenig Ablenkung da ist und habe nichts gemacht. Ich habe gekocht, ich habe aufs Wasser rausgeguckt, ich habe mich halt nur nicht abgelenkt. Ich habe jetzt nicht irgendwie Fernsehen geguckt oder sonst irgendwas gemacht, wo ich auf neue, andere Ideen komme oder wo Impulse von ganz anderen Dingen auf mich einströmen, die nichts mit mir zu tun haben, zumindest nichts mit meinem Buch, sondern ich habe einfach das Thema Glück immer irgendwie so in meinem Kopf gehabt. Hatte noch überhaupt keine Ahnung, worüber ich schreiben werde und wie ich schreiben werde, wie ich anfangen werde oder so. Und ich bin ja sowieso ein sehr chaotischer Autor. Also ich schreibe ja sehr chaotisch. Ich mache ja irgendwelche Kapitel. Ich wache in der Früh auf und schreibe ein Kapitel. Und erst am Schluss, ganz am Schluss, ordne ich die einzelnen Kapitel. Und aber ich vertraue inzwischen darauf, es ergibt ein Buch. Es ist auch so. Also ich schreibe aus dem Chaos heraus. Also ich schreibe sehr intuitiv. Und so war es auch da. Dann saß ich dann eben in Kapstadt in einem von Airbnb gemieteten Wohnung mit Blick auf das Meer. Und diese Wohnung habe ich nicht verlassen. 3,5 Wochen, 4 Wochen nicht. Und da saß ich und dann nach 2,5 Tagen, plötzlich in der Nacht um 4, wache ich auf und die Kreativität ist da. Tief aus dem Inneren war plötzlich alles da. Und ich fing an zu schreiben und hörte gar nicht mehr auf. Du siehst, die Kreativität entsteht aus einer anderen Ebene, aus einer tiefen Ebene, die wir nur noch zulassen sollten. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns immer selber wieder sagen, ich bin kreativ und nicht, oh, hier bin ich nicht Kreativität. Das ist ja ein ganz klarer Befehlssatz. Also sag immer wieder, ich bin kreativ. Dadurch öffnest du auch diese anderen Ebenen, diese unbewussten Ebenen, die ebenfalls hochkommen dürfen. Ich bin kreativ. Also gib dir selbst immer wieder diesen Suggestivsatz. Man weiß ja, diese Suggestivsätze sind Befehlssätze für unser Gehirn und tatsächlich werden wir zu diesem Menschen. Und wir werden zu diesem Menschen, weil wir uns selber die Aufforderung und die Bitte geben, die Kreativität ist willkommen, diese Intuition ist willkommen. Also, der erste Tipp ist, nimm ein Blatt Papier und mal irgendwie Striche, Kreise, nicht willentlich, nicht bewusst, einfach nur malen, zeichnen. Zweiter ist, wäre ganz gut, wenn du in eine andere Umgebung gehst. Finde einfach heraus, was für dich gut ist, welche Umgebung gut für dich ist. Für mich zum Beispiel manchmal ist es super gut, auch einfach nur Menschen zu beobachten. Sitze ich dann im Café oder im Restaurant und beobachte einfach nur Menschen. Und siehe da, super spannend. Und plötzlich kommen neue, andere Ideen, weil auch das Beobachten, ohne dass wir bewerten, also wir sehen einfach nur, wir schauen einfach nur. Und allein durch dieses Schauen tauchen wir auch schon wieder in etwas anderes ein. Okay? So, drittens. Ganz wichtig, etwas, was wir gerne vernachlässigen. Wir haben einen Körper und dieser Körper möchte bewegt werden. Also wenn wir gerne kreativ und schöpferisch sein wollen, dann ist es ziemlich gut,
alles in unserem Körper auch ein bisschen im Fluss zu haben, nicht, dass alles nur gestaut ist. Wenn wir also nur herumsitzen und in uns auch noch meistens noch gekrümmt sitzen, auf dem Stuhl oder auf dem Sofa, dann erschaffen wir schon mal keine Endorphine, keine Glückshormone und schon gar nicht Situationen für uns selber, also körperliche Situationen, wo ein Energiefluss stattfinden kann. Also auch die Intuition ist ja Energie. So, und deswegen ist Bewegung perfekt. Du musst keinen Hochleistungssport treiben, aber Sport. Also Bewegung. Es kann sein, dass du vielleicht joggst oder Fahrrad fährst oder vielleicht ein Ballspiel machst mit anderen Menschen zusammen. Fußball spielst, Handball spielst oder Volleyball spielst oder was auch immer. Aber Bewegung ist unglaublich wichtig, weil nur das bringt uns tatsächlich in den Energieflow, in diesen Energiefluss hinein, wo Kreativität stattfinden kann, und zwar sehr intensiv. Okay. Viertens. Jetzt lach nicht. Aber wir reden ja von Kreativität, also wir reden von schöpferischer Energie. Die schöpferische Energie ist immer die kindliche Energie, das innere Kind in uns, das unglaublich viel Wissen hat. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut, als wir vor vielen, vielen Jahren für unsere Tochter Julia einen Teddybären kauften, einen schönen großen Teddybären, so zum Geburtstag. Und wir saßen dann, nachdem wir in dem Spielzeugladen waren, saßen wir dann mit Michaela und ich, wir saßen da im Auto und fuhren nach Hause und sie war ganz traurig im Auto. Und ich dachte mir, was ist denn los? Erzähl mal, was ist denn passiert? Und so. Ich sagte, nee, das ist mir eigentlich peinlich, das will ich jetzt gar nicht erzählen. Sag ich, ja, was denn? Erzähl doch mal, was ist denn? Und dann sagte sie, ja, ich hätte auch gerne so ein Kuscheltier. So, das war ja richtig peinlich. Das war das kleine innere Mädchen, das da gesagt hat, hallo, mich gibt's auch und ich hätte auch gerne. Und dann drehten wir einfach wieder um und fuhren wieder in diesen Spielzeugladen und sie kaufte für sich, für ihr inneres Kind, kaufte sie einen großen, so einen sitzenden großen Hasen. Und weil ich schon da war, sagte sie, Mensch, und du auch. Und dann kauften wir mir für mich hier so einen kleinen Teddybär. So, das ist also ein Teddybär. Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich so toll ist, was eigentlich so wichtig ist. Lass doch mal auf deinem Schreibtisch oder wo immer du bist, auch irgendetwas Spielerisches herumliegen. Egal, ob es Knetgummi, Gummi ist oder Lego-Figuren oder irgendwas, wo du was Kindliches machen kannst. Denn wir dann auf diese Weise mit dieser kindlichen, schöpferischen, kreativen Energie Verbindung aufnehmen. Also wenn du irgendwas ganz Erwachsenes machst, das muss ich so und so und so lösen, und du kommst nicht weiter, dann hör mal auf, spiel rum mit irgendwas, einem Spielzeug. Das kann auch mal eine Eisenbahn sein oder ein kleines Spielzeugauto. So. Also bei mir war es dann der Teddy. Und dieser kleine Teddy hier von Pierre, wenn ich irgendwie bin und dann auch so irgendwie nicht genau weiter weiß oder wegdrifte und träume und so, dann spreche ich auch ganz oft, hey, und so, wie würdest du das denn machen? Erzähl mir mal. Also, was machst du? Und da erwarte ich natürlich jetzt keine Antwort von diesem Teddy. Nee, ist ja klar. Aber dieser kleine Teddy, der nimmt dann sofort Verbindung auf mit meiner kreativen, schöpferischen Kraft, die in mir ist. Und dauert es nicht lange und dann kommen mir plötzlich ganz andere Ideen in dem Nichts, in der Pause. Und die ich dann auch sofort aufschreibe. Oder manchmal auch diktiere. Deswegen, Kreativität zu entwickeln ist relativ einfach. Und Kontakt zu machen mit dem inneren Kind, mit dieser schöpferischen, kreativen Energie ist auch einfach, indem wir es einfach tun. Indem du irgendetwas nimmst. Vielleicht hast du ja auch noch aus deiner Kinderzeit Spielzeug. Irgendwas Kleines. Vielleicht hast du ja auch so einen Teddy oder ein Auto oder ein Flugzeug oder irgendwas. Und dann hast du mal. So. Einstein zum Beispiel spielte immer mit seiner Eisenbahn in seinen Pausen. Und man weiß, dass diese Eisenbahn für ihn der kreative Quell war. So. Okay, also, das nächste. Ich habe ja gerade vorhin schon erzählt, dass wir irgendwo unterwegs sind, dann haben wir eine kreative Energie, weil genau diese Pause, diese Stille in unserem Gehirn stattgefunden hat. Vielleicht saßen wir auf einer Bank, haben Enten beobachtet.
oder ein Sonnenuntergang oder irgendwie ein Boot ist vorbei gefahren mit irgendwie zwei Kindern drauf, die gerudert haben und so. Und dann plötzlich kommt uns eine Idee. Und diese Idee bleibt nicht lange in unserem Kopf. Und deswegen ist ganz wichtig, ich habe immer ein Notizbuch dabei. Man weiß, dass solche Gedanken bis zu 40 Sekunden in unserer Wahrnehmung bleiben und dann verschwinden sie wieder. Wohin verschwinden sie denn? Die waren doch gerade da. Sie sind aber nicht mehr abrufbar, weil sie nicht rational gedacht sind. Rationales Wissen können wir abrufen. Deswegen können wir manche Dinge einfach lernen. Klar, geht super gut. Und wenn ja jemand sagt, wie groß ist die Hauptstadt von Busch, wissen wir das, weil das ein rationales, gespeichertes Wissen ist. Kreatives Wissen ist nicht abrufbar. Es ist zwar immer noch da, aber nicht abrufbar. Und deswegen, wenn so ein Wissen sich meldet, so eine Idee, so etwas Schöpferisches, schreibe es sofort auf. Und ich habe immer für mich ein kleines Notizbüchlein dabei, so ein Sketchbook. Weil für mich ist es viel intensiver, also auch wenn ich kreativ arbeite zum Beispiel, wenn ich im Café bin. Dann habe ich natürlich meinen Computer dabei, falls ich dann tatsächlich intensiver in Dinge einsteigen möchte und dann viel schreiben möchte. Aber meistens, wenn ich tatsächlich kreativ und unterwegs bin, dann schreibe ich all das in handschriftlich in ein kleines Büchlein. Das ist nicht größer als so, aber da schreibe ich hinein. Und das ist wesentlich intensiver und wesentlich reicher und erfüllender, als wenn ich das jetzt in mein Handy tippen würde. In meinem Handy hat das überhaupt keinen Sinn. In meinem Handy kann ich zwar diese kurze kreative Idee eintippen, aber es kommt nicht mehr viel nach. Wenn ich dagegen mit der Hand da schreibe, bin ich plötzlich in einer ganz anderen Ebene verbunden. Auch wieder in einer Ebene dieser Stille. Nicht der Ebene der Elektronik. In dieser Ebene der absoluten Stille und Ruhe. Wo eine Pause eintritt. Ganz ähnlicher Effekt wie mit dem, wo wir einfach nur Striche und Kreise und alles Mögliche malen, ist ganz ähnlich im Sketchbook. Und dann unterstreiche ich oder mache einen Buchstaben nochmal doppelt dick und so und da entsteht immer mehr. Ich tauche regelrecht in diesen kreativen Schöpfungsprozess ein. Also mein großer Tipp ist auch, als Nummer 5 habe ich mir hier aufgeschrieben eben, wenn du kreativ beginnst, dann hab ein kleines Notizbüchlein und schreibe dort hinein. Und weißt du, was außergewöhnlich ist? Das habe ich nämlich auf dem Handy nicht. Auf dem Handy mache ich auch Notizen oder ich diktiere mir oder so. Aber da habe ich nicht mehr die Energie und nicht mehr die Emotionen zur Verfügung, die ich vorher hatte. Also die ich in dem Moment hatte, wo ich es mir damals notiert hatte. Wenn ich dagegen in mein kleines Notizbüchlein schreibe, und mir solche Sachen jetzt anschaue, auch 10 Jahre später, 15 Jahre später, und ich lese es, ich bin sofort wieder in dieser gleichen Energie. Das heißt, diese Kreativität ist dort und ich kann mich sofort wieder damit verbinden. Also ich kann ganz oft, wenn ich in mein Notizbuch lang reinschaue, 10 Jahre alt und ich lese drin, dann weiß ich nicht nur genau, wann und wo ich es geschrieben habe, sondern ich tauche tatsächlich in diese Energie ein. Und dann dauert es nicht lange, dass wieder ganz viel an schöpferischem, kreativem Material hochkommt. Ich zeige es zwar so, aber in Wahrheit ist es so. Wir schaffen mit diesem Notizbüchlein eine Verbindung mit unserer Kreativität. Dabei ist die Frage ja natürlich auch, ist die Kreativität wirklich hier in dieser Tiefe oder ist sie irgendwo da, wo wir uns anzapfen? Es ist eine andere Energie, es ist eine andere Ebene. Ist sie da? Ich sage ganz oft deswegen ganz gerne, all diese Bücher, die ich geschrieben habe, 21 Bücher inzwischen, die habe ich gar nicht geschrieben. Es hat geschrieben, es ist entstanden. Ich habe einfach diesen kreativen Prozess zugelassen. Und mich interessiert auch gar nicht, ob das Buch Ich, Pierre, das Ego geschrieben hat oder ob ich einfach nur da saß und dieser Kanal sein durfte. Auch das ist eigentlich egal, weil ich durfte der Kanal sein. Und natürlich habe ich es dann in meiner persönlichen Sprache ausformuliert. Und natürlich habe ich später auch in einer gewissen dieses Buch in eine gewisse Form gebracht. Aber all die kreativen Ideen und Anteile
flossen. Und da bin ich natürlich voller Demut und Dankbarkeit, dass ich so ein kreatives Geschöpf sein darf. Okay, also. Dann gibt es etwas, wo wir auch die Kreativität ganz schnell kommen lassen können. Und zwar, das ist von Bob McKim entwickelt worden. Der hat einfach mal was ganz Einfaches gemacht. Der hat gesagt, mach mal 30 Kreise. Also auch für ein Papier oder mehreren Papiere 30 Kreise. So, und wenn die fertig sind, hat er gesagt, so, jetzt gibt diesen ganzen Kreisen einen Sinn. Mal irgendwas rein, dass diese Kreise einen Sinn ergeben. Also einige Mal eine Sonne oder ein Gesicht oder ein Reifen und. Und da stellte man fest, dass es gar nicht so leicht ist, 30 Kreise so irgendwie kreativ zu füllen. Kinder haben damit überhaupt keine Schwierigkeit. Aber wir sind ja schon viel zu erwachsen, wir sind ja schon so groß. Ne? So, und da sieht man dann schon, dass wir die Kreativität zum großen Teil tatsächlich schon ein bisschen abgedeckelt haben. Und deswegen ist es super gut, solche Übungen zu machen. Denn das weckt die Kreativität. Das bringt dich immer wieder ganz tief in diese andere Ebene hinein. Ebenso eine ganz tolle Übung, Nummer 7. Sind wir schon bei 7? Warte mal. Erstens war, dass du mal einfach ein bisschen rumschmierst und so ein Zeichen machst. Zweite war, genau, geh mal woanders hin, andere Umgebung. Drittens war Bewegung, 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 bitte ganz wichtig. Dann haben wir hier an vierter Stelle unser Spielzeug, was ganz gut ist, wenn wir das mal so ein bisschen, unser Kinderspielzeug, was wir so auf dem Tisch stehen haben, uns damit auch beschäftigen. Also nicht nur stehen haben, sondern sich richtig damit beschäftigen. Dann Nummer 5 war, genau, ein Notizbuch habe ich immer dabei. Sketchbook, super, super hilfreich, um mit der Kreativität in Verbindung zu treten. Und Nummer 6 war, Kreise malen. Kannst du machen. Am Anfang denkst du dir, oh. Und je öfter du es machst, wirst du sehen, dass du tatsächlich Verbindung aufnimmst mit dir. Und Nummer 7 ist auch eine super kreative Übung. Also auch wenn du sagst, ne, ich kann überhaupt nicht schreiben. Doch, kannst du. Kurzgeschichten, ganz kurze Geschichten. Keine Ahnung. 200 Worte, 150 Worte, 100 Worte. Nicht mehr. Also, und zwar, Kurzgeschichten ist für mich auch wieder ganz einfach zu beginnen in einem Café. Du siehst zwei Menschen und fängst an, über die Menschen nachzudenken. Da siehst du eine Frau, die da sitzt und du schreibst eine Kurzgeschichte. Sie wartet auf ihren Freund, der ist aber zu spät dran und der ist zu spät dran, weil er eigentlich auch verheiratet ist, aber es ihr nicht sagen wollte. Und jetzt ist er in die Stadt gefahren, um Blumen zu kaufen. Aber der Blumenladen hatte zu und ohne diese Blumen kann er es ihr nicht beichten. Und sie schaut in ihr Handy. So, und plötzlich bist du in einer Kurzgeschichte. Kannst alles Mögliche machen. Und weil sie so lange auf ihn warten muss, versäumt sie ihren Zug zu ihrem Vater. Und ihr Vater. Und schon bist du in einer Kurzgeschichte. Und ich habe ganz viele solche Kurzgeschichten. Ja, ich glaube über Hunderte, Hunderte, weil es mich unglaublich inspiriert, sowas zu schreiben. Und ganz oft, was ich dann mache, aus welchen Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, fange ich an, dann auch die ein bisschen zu korrigieren, auszubessern, zu streicheln. Und plötzlich habe ich lauter solche wunderbaren kleinen Erlebnisse. Viele solcher Erlebnisse habe ich natürlich auch selber erlebt, so, wo mich etwas berührt hat, wo ich etwas gesehen habe. Und dann wurde daraus eine kleine Minigeschichte. Das ist unglaublich kreativ. Auch da bist du nämlich nicht auf dein Wissen angewiesen, sondern einfach, es entsteht in dir. Du fantasierst, du spielst, so wie du als Kind auch irgendwas erträumt hast und irgendwas ge Geschichten erfunden hast. Nichts anderes tust du auch. Und indem du etwas erfindest und nicht auf ein basierendes Wissen etwas aufbaust, verbindest du dich mit, genau, deiner Kreativität. So, und der achte Punkt natürlich klar, beschäftige ich dich mit dem, wo du deine Kreativität gerne haben möchtest. Also Kreativität ist super schön, aber es kann sein, dass sie sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen meldet und die du vielleicht eigentlich im Moment gar nicht brauchst. Aber du kannst deine Kreativität natürlich einsetzen, wo du sie gerne haben möchtest. Das spielt keine Rolle, ob das jetzt beruflich ist oder privat oder in deinem Hobby oder was auch immer.
Aber wenn du dich mit dem, wo deine Kreativität wach werden soll, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann wird sie auch nicht in dem Bereich wach. Deswegen, wenn du weißt, okay, du möchtest in diesem einen Gebiet jetzt ganz gerne irgendwie kreativ sein, hast du das Gefühl, bin ich ja gar nicht, so, dann beschäftige dich einfach mit diesem Thema. Besuch Kurse oder auch Besuch Online-Kurse kannst du auch natürlich machen oder lies Bücher. Oder triff dich mit Menschen, die ein ähnliches Thema haben, die ganz viel darüber wissen. Tausch dich damit aus. Skype mit Leuten oder geh in Foren, wo du dich darüber austauscht. Also beschäftige dich damit und dann lass immer solche Pausen entstehen. Pausen entstehen ist einfach, beschäftigst dich damit und dann sitzt du einfach nur da und tust nichts. Und nichts tun heißt nicht, ich tue jetzt nichts, damit bitte schön die Kreativität kommt, sondern nichts tun heißt einfach, beträumen. So. Und dann wirst du plötzlich merken, dass irgendwas kommt. Hast du gar nicht damit gerechnet. Es muss nicht sofort sein, während du träumst. Es kann sein, du gehst spazieren am Fluss entlang. Oder du triffst dich mit Freunden und ganz viel, wow. Die schauen alle gemeinsam ein Fußballspiel mit dir an und du auch. Wow. So, und dann gehst du kurz raus, weil du, keine Ahnung, eine Zigarette rauchst oder einfach frische Luft schnappen möchtest. Oder dann stehst du draußen und dann plötzlich kommt was. So, aber das kommt nur, weil du dich vorher mit dieser ganzen Sache beschäftigt hast. So. Diese 8 Punkte helfen dir super gut und super schnell, deine Kreativität wieder wach werden zu lassen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, aus meinem Leben, wenn wir unsere eigene persönliche, authentische Kreativität nutzen, ist das Leben leichter, erfüllender, reicher und voller Lebensfreude, weil Angst weggeht und Sorge weggeht und du eine Art Urvertrauen bekommst. Wenn du deiner eigenen Kreativität zu trauen beginnst, dann weißt du, da ist alles in mir. Das heißt, in dir entwickelt sich ein unglaubliches Vertrauen zu dir selber. Und dann kommen die ganzen Nebenaspekte von Selbstakzeptanz, Selbstliebe, all das. Weil es ist ja alles da. Und gleichzeitig bekommst du von der Außenwelt plötzlich ein Feedback. Das ist ja grandios. Wundervolle Idee. Und sie kam aus dem Nichts. Nee, sie kam hier. Hier. Wie auch immer. Es entstand. Und je öfter du diese Pausen entstehen lässt, diese Stille entstehen lässt, dieses Nichts, wo nicht das Nachdenken die Führung hat, umso öfter kommt Kreativität. Und Kreativität ist einsetzbar in allen Bereichen. Also Kreativität, da musst du kein Künstler sein. Kreativität, was immer du gerne an Themen gerne bearbeiten möchtest. Kreativität ist da. So, jetzt setzen wir dich mal kurz wieder hier zurück. Sie hat nämlich auch einen Platz hier an der Seite. Und du findest mal dein Spielzeug, das du dir auf deinen Tisch setzt. Und sage dir immer und immer wieder, ich bin kreativ. Ich bin kreativ. Ganz wichtig. Und immer wenn du dich dabei ertappst, dass du sagst, wo bin ich denn schon kreativ? Stopp. Ist nur ein Gedanke, aber dieser Gedanke bewirkt ganz viel. All das, was du nicht möchtest. Also, ich bin kreativ. Und das bist du. Du bist ein wundervolles, energiegeladenes, kreatives Geschöpf. Und jetzt erinnerst du dich daran, wie außergewöhnlich kreativ dein Leben ist. In diesem Sinne, wenn du magst, teile dieses Video mit ganz vielen anderen. Je mehr du es teilst, umso mehr Kreativität gibt es auf dieser Welt. Und Kreativität ist ansteckend. Wir bereichern uns alle gegenseitig mit wundervollen Ideen. Übrigens, das ist auch schön, bei der Kreativität gibt es kein Recht haben. Du kennst das ja alles. Normalerweise hat man eine Idee, doch das ist die bessere Idee, klar, weil sie von mir ist.
weil sie mir vertraut ist. Aber da geht es ganz viel um Recht haben. Das, meine Idee muss genommen werden. Wenn es aber eine kreative Idee ist, ist sie wertfrei. Sie ist einfach da im Feld. Und weil sie da ist, stößt sie auch nicht auf Gegenwehr. Da müssen Leute nicht kommen und sagen, nee, 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 meine Idee ist besser. Nein, sie ist einfach da. Und dann wirst du feststellen, dass dein Umfeld diese kreativen Geschöpfe viel lieber annimmt, als wenn sie hier rational entstanden sind. Also stell dir mal vor, wenn eine Welt ist voller Kreativität, wenn wir die alles, wenn wir das alles einsetzen könnten für unsere Welt, damit wir eine schönere, bessere, größere, dollere Welt, friedlichere Welt haben. Wäre nicht schlecht, oder? Also in diesem Sinne, teil das Video, abonniere diesen Kanal, dann machst du mir eine große Freude damit. Und schreib in die Kommentare hinein und gib mir, wenn du magst, einen Daumen nach oben. In diesem Sinne sage ich jetzt dir, dem wundervollen, schöpferischen Geschöpf. Schöpferisches Geschöpf ist auch schön, ne? Ja. Geschöpf kommt von Schöpfen und du bist ein Schöpfer, ein Kreativer, weil du so viel kreatives Potenzial in dir hast. In diesem Sinne, alles Liebe. Dein Pierre.